Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich was wirklich Tolles wieder mal vom Imgo Locano und dem guten Ice Master. Die haben nämlich ja ihre World Monument-Reihe mittlerweile ziemlich weit fortgeführt. Ich glaube, wir sind bei 16 oder 17 sogar schon. Und diesmal haben wir eine wunderbare Kirche aus Amsterdam, nämlich die Westerkerk. Wirklich ein tolles Bauwerk. Hat einen Turm über 80 Meter hoch und ja, gucken wir uns heute mal an. Vielen lieben Dank natürlich an die beiden. Der Download-Link unten in der Videobeschreibung und wenn euch gefällt, was ich mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das über den ersten Link in der Videobeschreibung machen oder über eine Kanalmitgliedschaft. Okay, Luft holen. Wir legen los, schauen wir uns das Gute mal an. Zu finden hier unter Assets und dann hier unter Monuments. Hier habe ich ja auch noch so ein paar von ihnen drin. Brandenburger Tor und der Kölner Dom. Aber heute geht es um die Westerkerk. Wunderbares Bauwerk. Haben wir hier wieder, ne, können wir mit Basement bauen oder ohne. Dann haben wir hier halt so ein bisschen Kies oder halt unten ja, das Ganze mit. Ja, ich denke mal, dass es Beton ist. Und dann haben wir noch so einen kleinen Park hier an der Seite. So ein bisschen Grünfläche. Kann man schön Bäume verteilen und man kann das Ganze wieder in der Größe verstellen. Mania oder ganz klein oder halt wie man es braucht, 100%. Und ob das Terrain angeglichen werden soll oder halt auch nicht. Bauen wir uns mal hier hin und schauen uns das Teil mal näher an. Ja, ist auf jeden Fall eine wunderbare Kirche, die dann natürlich auch, wenn man von hier so guckt, schön der Turm schon aus der Ferne zu sehen. Der wird dann natürlich wunderbar rausstechen, ne, wie ihr seht. Echt genial. Ich liebe ja so hohe Bauwerke, wo man dann wunderbar schon aus der Ferne zu sehen bekommt. Ja, das hat, glaube ich, über 50 Glocken. Irgendwas hatte ich da gelesen. Ein riesiges Glockenspiel hier oben drin. Und ist wirklich, ja, habe ich natürlich in echt noch nie gesehen, aber ist mir bekannt, dieses Bauwerk, die Westerkerk. Hier ist der Eingang. Ich denke, dass sie das auch wieder mit Besuchermagneten verbaut haben. Nope. Aber kann man sich ja selber da reinsetzen. Haben sie diesmal nicht gemacht, tatsächlich. Oder haben wir hier? Nee. Ne, kann man sich hier wunderbar. Angenommen hier, macht man einmal so. Einmal so. Dann verbindet man das quasi hier. So. Hier in der Kurve einmal so und einmal so. Dann hat man hier zwei Eingänge, baut sich hier Besuchermagneten in die Kirche und dann laufen die Leute auch hier durch die Türen. Ich liebe ja so alte Bauwerke. Das war noch Baukunst. Heute ist höher, besser, schneller angesagt. Damals hat man sich Zeit gelassen. Ich glaube die große Kirche in Barcelona. Diese Kathedrale, die da steht, die ist immer noch nicht fertig gebaut. Ja, man hat sich einfach Zeit gelassen, aber am Ende kamen dann wirklich monumentale Bauwerke bei raus. Ich sag nur die Pyramiden in Gizeh, Machu Picchu, ja, also die Maya-Pyramiden und was es da alle gibt. Also das ist wirklich absolut sehenswert, was damals an Baukunst ohne diese technischen Hilfsmittel, die wir heute zur Verfügung haben, echt entstanden ist. Wirklich, wirklich schick. Hier haben wir auch noch ganz viele Eingänge. Hier unten. Sehr schön. Oben ist noch eine Uhr dran. In alle Himmelsrichtungen. Yep. Hier noch im Malereien. Wirklich schön. Ja, kurz und knapp. Mehr gibt es aber nicht zu zeigen. Wollte ich euch nur so mal ein bisschen in bewegten Bildern darstellen. Und wenn euch die Mod gefällt, dann lasst den beiden gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne einen netten Kommentar. Und wenn ihr ganz viele Punkte übrig habt, dann auch einen Steam Community Preis, wenn ihr da spendabel seid. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.